Und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Nacht des Suffs und der käuflichen Liebe. Ja, nochmal eine kleine, spontane, unproduktive Aufnahme. Wieder dabei der alte Österreicher und der Nana. Hi. Hallo. Ja, die Jetzt beiden, ich habe den beiden jetzt abwerten. gerade mal den Anfang meines Dörfchens gezeigt und jetzt versucht Ösi sich gerade mit Material hier oben zu dieser fliegenden Insel hochzubauen. Ich gehe jetzt extra nicht drauf, denn ich habe ja einen Cheat-Flugring. Ich sehe den Boden nicht mehr. Echt nicht? Ich sehe den noch. Nein. Na, jetzt verschwindet er so langsam. Jetzt sehe ich doch die letzten Baustellen. Wie hoch ist denn das noch? Oh Gott, ich bin fast dumm. Okay, ist. Zum Glück bin ich wenigstens in Minecraft schwindelfrei. Okay, hier ist nichts, aber da drüben ist noch so eine. Ich weiß nicht, irgendwer hatte Das doch. stecke ich mir jetzt aber nicht hin. Oh, da ist ein Irgendwo. Loch. Oh Irgendwer hatte doch Gott. im Skype-Chat auch gepostet von irgendeinem komischen Turm, der durch den neuen Mod Ja, aufgetaucht das ist. Auge Sauron oder wie sie ihn mir genannt hat. So. Oh ja, hier Okay, ist. Leute, wir machen jetzt hier was Neues. Let's Play Skyblock. Ja, das hier ist mein Skyblock. Skyblock in Reloaded. So. Skyblock Reloaded quasi. So, ich gehe mal wieder ganz langsam runter. Das wird jetzt bestimmt wieder eine total produktive Folge. Was ist denn das rote Leuchten? Da hat einer von euch einen Redstone-Block oder was hingesetzt? Oder was leuchtet da? So, ich darf mich erstmal wieder eine Stunde runtergraben. Dum, 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 Ach, der dum. Bienenkorb leuchtet. Lol. Würde sein, dass du kannst dich auch über die Vines hier runter hangeln. Ja, aber dann steht dieser hässliche Steinpfeiler da. Das kann Könnte ich jetzt. dir Quinn nicht antun. Oder Witz, ich könnte jetzt Arsch sein und das Ding unter mir abbauen. Mir egal. Die paar Blöcke überlebe ich auch noch. So, wenn die beiden sich da runterbauen, ich brauche mal kurz ein paar Dias. So, ich habe irgendwo noch so ein paar Essenzen rumfliegen. Ich muss hier unbedingt aufräumen, ehrlich. Aber mein Lagerhaus ist ja fertig. Wenn ich irgendwann mal ganz viel, hau ab, ganz viel Zeit übrig habe. Ich habe auch nur irgendwie 5 volle Rucksäcke in der Tasche und muss jedes Mal nachgucken, was ich da drin habe. Da ist noch Essen Ich drin. meine, ist ja langweilig so. Aber ich mache wieder Speed Mode. Speed! Zum Leider Glück war haben wir hier noch keinen Vein keiner Miner hier mit drin. drauf. Was kann? Kein Vein Miner. Das, Was ist das? da könnte ich den Block, könnte ich die Reihe hier instant abbauen. Wir machen das mal. Da. Mein Gott. Ösi, wenn du mal ganz viel Zeit hast, ne, kannst du ja mal meine Kisten aufräumen. Nö, was glaubst du, wie ich ein E-System gemacht habe? Na gut, wenn die Kisten einmal Oh! eingeräumt sind, geht's ja eigentlich, ne? Na, 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 alles klar, oben. Drecksack, hast du einfach mal einen Block abgebaut? Nein, es waren eigentlich 4 oder 5. So, Merk. jetzt hat der Ösi gesagt, ich muss das so machen. Was habe ich schon wieder gesagt? Ach, keine Ahnung, ich baue mir gerade so ein Weak-Infusionsding. Achso. Was ich ja recht witzig gefunden habe, ist bei deiner Begrüßung finde ich immer so komisch. Vielen Dank. Immer recht unterhaltsam. Und wieso bin ich eigentlich der alte Österreicher? Ach, du hast bei mir so viele Spitznamen. Nein, Okay. keine Ahnung, das war jetzt. Will ich die wirklich alle wissen? Entschuldige, das war spontan. So, ich gehe mal eben pennen, ich brauche Tageslicht. Keine Lust hat mir gleich irgend so ein Creeper wieder den Arsch wegsprengt. Alter, wann was wird das einfach so maßlos übertrieben? Na, ein bisschen. Wir Ach, siehst du, bauen. zu der fliege ich, zu der laufe ich jetzt gleich auch nochmal hin und zeig sie. Aber er hat noch keinen Boden gezogen, der Genie. Ne, vor allem irgendwie der Boden ist 3 Felder unter seiner Villa, weil er Ja, da dann mal, anscheinend aber. ein Viertel hat Vor allem, drin wie viel bleiben lassen. Clay hat der. Alter, Wander, bist du bekloppt? Du gräbst dir Löcher mitten am Rand davon hin. Ich will nicht schon Oder wieder in hier einem so mal. runterfallen. Ich muss die neue Rüstung craften, dann hab ich Federfall. Und da ist ein Zombie auf dem Zombie-Pferd. Die brauchen wir. Fuck, und ich habe meinen Zauberstab nicht dabei. Gelbe. Ach, toll. Du hast ihn nicht dabei, ich habe meinen immer dabei. Sorry. Ich konnte es mir nicht Kein Ernst. verkneifen. Ich konnte es einfach nicht Okay, verkneifen. Kohle ist ein. Der war Au. so schlecht. Ach nee. Gibt ein paar Merkwürdigkeiten hier. Ich. Oh, sieht ja jetzt keiner. Dabei steht mein Name doch für Qualität vom Witzen. Willkommen in Österreich.
Ich äußere mich da jetzt nicht zu. Rassistische Weil Äußerungen du sind weißt, wann dass was ich recht Fachgebiet? habe. Ach so, ja, natürlich. Das stimmt. So, verdau ich nochmal. Da hatte der Ösi tatsächlich recht. Ich muss diesen anderen komischen Infusionsstein noch Du basteln. brauchst beide. Du brauchst im Endeffekt den Schwachen und den anderen. Du brauchst beide. Du brauchst den Schwachen und den anderen. Genau. Ja, aber merkst du selbst, ne? Also für den zweiten, da muss Für ich den ja komischen irgendwie, Block. brauche ich Kohleessenzen. Habe ich jetzt gerade gesehen, das ist so Mehlbock. das am Oh, leichtesten zu beschaffen. er hat sogar ein bisschen Boden verlegt. In unserem Haus sind mehr sonst Monster als sonst wo. Alter, das sieht ja von innen schon übel aus. Wohnzimmer mit Wintergarten. Ja, nee, ist klar, der hat seine ganzen Sachen hier beschriftet. Ey, Ich Rochen, baue hier mir sind auch wir immer ein Rochen. Wohnzimmer mit Wintergarten mitten ins Haus. Wann war hat hinten an seinem Fluss Rochen? Ich weiß nur, dass er anscheinend größenwahnsinnig Unternehmenskohlesitz. ist. Verdammt, jetzt hat der Der Kohlesitz, Typ hat sie doch nicht mehr alle. Kohlesitz, hat er keine Kohleessenzen? Doch da. Stört euch nicht, ich brabbel gerade so ein bisschen vor mich hin. Den und dann. Wie kann ich das Haus von Quinn zerstören? Ich denke nicht, aber ich brabbel nur ein bisschen vor mich hin. Ja, das ist okay, Ösi. Ja, ernsthaft? Wollen, ach, so Ja? ein. Toll. Ich muss mir echt angewöhnen zu fragen, ob Sachen verschwinden, wenn ich sie benutze oder nicht, weil ich habe gedacht, ich bräuchte einen zweiten Weak Infusion Stone, Ja, um habe ich daraus tatsächlich einen. auch gedacht. Och, fuck it, jetzt habe ich zwei von den Scheißdingern in der Tasche. Naja, Ich habe dir egal. aber gesagt, dass ich die Dateien nicht verbrauche. Ja, also, dass die sich durch die, ne, durch das Seeds herstellen nicht verbrauchen, das hatte ich verstanden, aber ich habe jetzt gedacht, durch die Kohleessenz würde aus dem Weak ein Nein, habe ich Regular aber. werden. Oh cool, ich habe ein Hühnchen gespawnt. So, warum ich das Ganze mache, liebe Nein! Freunde? Doch. Ich habe die Nase voll, immer Aluminiummangel zu haben, wenn ich irgendwas herstellen will. Jetzt muss ich mal kurz überlegen, wie war das? War das so? Oder machst du noch übertriebenere Felder als Wanderer? Ja. Der Einzige, der noch mehr übertreibt mit solchen Sachen, ist Flex und Bobank. Die beiden. Kein Kommentar dazu. Oder Chris, eigentlich fast jeder Zweite. Nein, Esel auch? Ich nicht. Nicht, das stimmt. Dafür habe ich Quinn ist auch aber. eher bescheiden. Ja, ich würde mich als Mittelmaß betiteln mal. Ja. Vergleich zu den anderen zumindest. Ja, also ich weiß, dass das bei manchen nicht so ganz auf Gegenliebe stößt. Wobei ich tatsächlich sagen muss, wir haben die Mods installiert und haben damit die Möglichkeit gegeben. Da finde ich, kann man jetzt niemandem den Vorwurf machen, weil er sie benutzt. Also, Nein, ich mache mir nicht den ne? Vorwurf, aber ich finde es nur krass und verstehe nicht, wie das so schnell geht. Ja. Ich find das beeindruckend. Aber trotzdem ist es irgendwie so, wow. Ausgezeichnet. Chill mal. So, jetzt sag mir Bei bitte, dass Max. Titan hier irgendwo noch ein paar Minisio-Seeds rumfliegen Max und hat. Titan haben. Von den beiden höre ich irgendwie eben direkt auf Minecraft, dass die irgendwas Übertriebenes machen. Abgesehen von der Werbekampagne. Nicht viel. Und Ja, irgendwelche angeblich Gebäude. soll sich Max hier so in die Nähe von Esel und mir verschanzt haben. Aber. Verschanzt. Ja, es soll er sich irgendwie eingegraben haben, aber ich sehe hier Militärbunker. nichts. Ich mache jetzt mal was Und? halbwegs Produktives und mache meine neue Rüstung. Ach ja, stimmt, du Oha. hattest ursprünglich vor, eine Rüstung zu machen. Genau, im Endeffekt eigentlich nochmal die gleiche, die ich jetzt habe. Ach, das ist Nur aber in nett, besser. vielen Dank. Ach so. Was? Schokoboss! Nett. Im Endeffekt mache ich halt diese Tinkers Travelers Rüstung hier. Ja. Nochmal, aber die kann ich ja modifieren. Auch mit Auto Repair und den ganzen Spaß. Okay. Ich dachte, das gönne ich mir mal. Dazu brauche ich erstmal Mossy Cobblestone. Damit ich So, das räumen wir Mossballs. jetzt erstmal aus hier. Ach, Mann. Ups. Ach, ich muss den Ring gleich mal irgendwie ablegen. Ich fliege immer aus Versehen. Ach, da fällt mir gerade ein, wegen dem Thema übertrieben. Ich habe auch ein nicht allzu kleines Projekt geplant hier. Dann Sag nur sperre ich dich Schokonat. aus. Ach ja, stimmt, du kennst es ja noch gar nicht. Nana, du kennst es aber schon, oder was ich bauen will?
Ja, das ist auch so, das, was ich mir dann denke. Dieses Bild, was ich dir da gezeigt habe. Bild? Sorry, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Was ich noch übertriebenes bauen würde, übertrieben großes. Sorry, ich stehe gerade vollkommen auf dem Schlauch. Bester. Ja, ihr habt Probleme, ehrlich. So, sag mir mal lieber, ich hab doch immer ein... Ach, looking? Hab ich die Scheiße einmal in irgendeiner Tasche? Boah, ich muss meine Taschen ausräumen. Da ist Eisen, aber kein Eimer. Ach so, ja. Eisen, aber keine Eimer. Wenn wir gerade beim Team übertrieben waren. Ja, wo du ja noch viel Holz von mir haben willst. Wollte ich das? Ja. Ich habe mich nicht erinnert, dich danach gefragt zu haben. So. Du hattest indirekt gefragt und ich hatte schon geantwortet. Echt? Ich hatte eigentlich vor, das Holz selbst zu organisieren. So. Jetzt machen wir erstmal hier. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Aber okay, dann habe ich gefragt, wenn das du meinst. Hier auf meiner Map erstmal ein Enderman erstmal hin und her teleportiert. Da kann aber, da kommt jetzt erstmal der Tier, mein, nee, das nicht. Och, ey Leute, räumt doch mal mein Inventar auf. Ja, ich weiß, ME-System. Hat's was gebracht? Ja, es ist halt ziemlich kostenaufwendig, das stimmt schon. Warum haben wir uns eigentlich nicht entschieden, einen zentralen Lagerraum mit einem ME-System für alle zu bauen? Wäre das nicht viel sinniger gewesen? Nein, weil zum Beispiel Leute wie Esel, Zitat, nicht alles in den Arsch geschoben bekommen wollen. Okay. Will ich auch nicht. Ich weiß nicht, als wann wir in meiner Spaß ein Stack Gold reingelegt haben, der ist voll durchgedreht, deswegen. Ja, aber meine Schmelze benutzen wollen, ne? Ja, es geht immer eigentlich um die Rohstoffe an sich. Also ich kann's verstehen, ich bediene mich jetzt auch, sag mal, an dem Zeug, was Titan im Prinzip gefarmt hat. Aber. Oder man aktiviert einfach den Cheat-Modus und bedient sich bei Flex. Game Mode 1, ne? Ja, Game Mode 1, Flex. Naja, eigentlich nicht Game Mode 1, sondern einfach nur Game Mode Flex. Mann, seid ihr gehässig. Ihr seid ja nur neidisch. Nicht wirklich. Wachsen eigentlich diese Magic Crops unterirdisch? Also wenn ich genug Fackeln und sowas setze? Ja. Schön. Dann wird Ironforge später sehr viele merkwürdige Pflanzen haben. Ich will aber auch diesen riesen Lavafluss sehen, ne? Ja, sicher. Alles geplant. Und das mit der Schmiede, was ich dir gezeigt habe, dass du hier das flüssige Metall überall entlang fließen lassen kannst. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall angedacht. Das Problem ist natürlich, dass du keinen Zyklus fließen lassen kannst, ne? Na, theoretisch, wenn du regelmäßig irgendwie schaffst, Sachen da reinzuwerfen durch Trichter und das dann wieder brennen. Du könntest da einfach so einen Zyklus machen lassen, dass du halt immer bestimmte Anzahl an Eisen oder so, wenn du diesen Zyklus hast, das automatisch durch Redstone-Ticker ausläuft. Ja. Diese Blöcke dann automatisch aus den Kesseln rausgezogen werden und dann wieder im Endeffekt in dich wieder reingesaugt werden und dann wieder schmelzen. Okay. Also nein. Wäre theoretisch möglich. Ich sollte vielleicht hier die Flasche Limonade, die ich hier habe, dazu machen. Einfach mal hier mit an die... Ach, jetzt wird das schon wieder dunkel, ehrlich. Und ich bin schon auf dem Weg ins Bett. Ich auch. Wer schneller ist. War mal eine bescheidene Frage. Wie kommt ihr eigentlich dazu, zu essen und trinken in der Aufnahme? Trinken ist in Ordnung, aber essen höchstens so eine Kleinigkeit knabbern oder sowas, so ab und an mal. Genau. Also ich sag mal, wenn du dir ein Stück Schokolade in eine Schnute steckst, um es jetzt mal ganz banal auszudrücken, das ist okay, ich muss jetzt niemanden haben, der in der Aufnahme seinen Burger isst. Ja, also Aufnahmen sowieso prinzipiell, dass wir snacken auch eher weg, aber beim Livestream zum Beispiel, da kann ich das total verstehen, dass je nachdem, wie lange so ein Stream dauert, entweder du machst eine Pause, um was zu essen, oder du haust dir halt eine Kleinigkeit so rein. Also da
So nebenbei. Geistesverständnis größer als bei einer Aufnahme. Aber jetzt irgendwie mal auch im Livestream zu sehen, wie er irgendwie sein dreifach extra dick belegtes Sandwich isst. Das Weiß Problem ja ist, ich würde selber nicht, wird Hunger das nicht kriegen. so. Hä? Ich würde selber Hunger kriegen. Ja, das sowieso. Und da würde ich den Stream ausmachen, wenn wir das Essen machen. Ah, oh Gott, ich bin schon in das Widget aufgelatscht, weg von hier. Ich bin irgendwie so neben der Spur heute. Also so abartig. Ich habe es auch vorhin bei der Aufnahme, die ich alleine aufgenommen habe, gemerkt. Ich habe die ganze verplappert und. Was bei mir, Das ist schon komisch durch. habt ihr in Aufnahmen, gerade wenn ihr alleine unterwegs seid, habt ihr eigentlich irgendeinen Tick oder sowas? Ein Tick. Ja, bei mir ist das total schlimm. Bei mir beginnt jeder zweite Satz mit so, so. Ja, den habe Und ich das auch. artet so aus, dass ich das tatsächlich nicht nur innerhalb der Aufnahme mache, sondern auch außerhalb, wo meine Frau regelmäßig Koller kriegt. So, boah, ja, man merkt, du hast wieder aufgenommen. So, ne? So. Sag, ja, muss drauf. So, ich sag das, ich sag Sage das, ich sag das, ich sag das. sehr oft alles klar. Ich wiederhole mich sehr oft. Ja, das passiert mir auch hin und wieder. Ja, mir passiert das wirklich häufig, dass ich dann einfach. Ich rede teilweise schneller, als ich im Endeffekt denke, könnte man sagen. Und dann bin ich im Endeffekt im Kopf. Dann habe ich schon alles gesagt, was ich im Endeffekt gedacht habe. Aber ich will den Redefluss nicht unterbrechen, also sage ich automatisch das Gleiche nochmal. Entweder denke ich so langsam oder ich rede so schnell oder beides. Ich Immer finde es schon mal witzig. beruhigend, dass ich nicht der Einzige mit so einer, ja, Macke kann es eigentlich nicht sagen, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Macke. Ja, genau. Schön, dass wir uns einig sind. Ich hab dich auch lieb. Bronze. So, Das ist auch jetzt. eine Marke für mich. Ich sage immer Bronze. User joined your channel. Hallo schön. Hallo Oh, hallo Bobank. 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 Ein seltener Gast. Wollte gerade sagen. Jo, aber Zuma muss sein, ne? Ja, aber das ist, was ich letztens sagte. Du und Aisley gehört irgendwie zu den Kandidaten, an denen ich komplett vorbeispiele. Also, bis auf die eine Begegnung mit dem Ring übrigens, vielen Dank nochmal, das erleichtert das Häuserbauen extrem. Ja, kein Problem. Haben wir, glaube ich, keine wirklichen Berührungspunkte gehabt. Du bist übrigens gerade in den letzten Zügen meiner aktuellen total produktiven Folge. Okay. Nicht produktiven Folge. Doch, ich habe gleich ein Feld angelegt. Nein. Oh, sehr lang. Was Toll. hast du denn an? Ja, und It just got real. das wird so cool, dass das Ösi total eifersüchtig sein wird. Wir unser Gärtner hier, ne? Ich habe so kleine Felder, ne? Da wäre ich ja gleich eifersüchtig. Ja, ich Man warte. könnte es natürlich auch so sehen, dass es so eine Art Schwanzvergleich ist. Wer hat die größeren Felder? Was wollte ich denn um. Ach ja, genau. Scheiß Aluminium. Jetzt muss ich hier Magic Crops lernen, nur um vernünftig an Aluminium zu kommen. Ich habe aber auch sehr wenig Aluminium. So. Warte, da brauche ich doch noch mehr. Nee, warte, ich kann die Teile doch sicher reparieren. Kannst du nicht erzählen, dass ich hier diese komischen Sachen nicht reparieren kann? Kann ich die mit Leder? So. Nein. Kann ich das mit Gold? Da ist ja Gold immerhin drin. Nein. Kann ich das mit Bronze? Nein. Was kann ich die. Ich kann halt nicht reparieren. Das ist abartig. Wie lange brauchen so Crops, um zu wachsen? Wisst ihr das? Die brauchen schon eine Weile, also. Okay. Aber es ist schon so, um mal jetzt ganz platt zu sagen, ich habe jetzt als erstes mal nochmal Minisio-Crops angepflanzt. Es ist schon so, wie man das von Getreide und ähnlichem kennt, also ich habe über kurz oder lang einen Setzling-Gewinn, oder? Ja, aber halt sehr langsam. Aber das ist egal. Das ist jetzt auch erstmal nur für den Anfang. Wer räumt meine Kisten auf? Und nein, ich baue jetzt noch kein ME-System. Ich habe ein Oldschool-Lagerhaus und das werde ich benutzen. Wenn das Ja, mal kannst du ja auch mit überwindet, Pipes sich alles arbeiten. aufzuräumen. Das waren jetzt zwei Sätze, von denen ich von beidem nur die Hälfte verstanden habe. Also kannst du ruhig mit Pipes arbeiten, das ist auch einfach. Er redet von Pipes, das muss ich in die Suchzeile eingeben. Ach ja, stimmt, du hast dann nicht mehr die Buildcraft-Types gefunden. Ja, Pipes, it's Pipes, difficult. Pipes. Ach, lese ich ihn andermal.
Wenn ich drauf komme, könnte es ein bisschen laggen, weil ich erstmal nach meiner Botanikerfarm gucke und da gibt es so viele Partikel, die Blumen ausstreuen und ja, die müssen alle geladen werden. Also manchmal ist das schon echt anstrengend. So, also so sehr ich die Bauwerke und die Farmen und sowas bewundere, aber auch wenn du bei Ösi irgendwie ausdrückst, ich bin letztens tatsächlich auf seiner Farm ausgelockt und bis der dann mal die komischen ganzen Gemüsearten da geladen hatte, konnte ich mir nochmal wieder Essen kochen. So. Ja, bei mir backt es so hart, also was heißt backt, es leckt so hart, dass halt die Mana-Strahle, die durch diese, wie soll ich sagen, ich Dispenser, Spreader, oder Spreader, egal wie man so spricht, fließen, dass nicht mal Strahl kommt, sondern nur noch so punktweise. Oh. Ja, nee, ist klar. Richtig nice. So. So, und an der Stelle mit einem Blick auf die Uhr und einer Aufnahme von knapp 20 Minuten, wobei ich mich eigentlich an die 15 Minuten immer halten wollte, verabschiede ich mich aus dieser total produktiven Folge mit einem schönen Dank an Nana und Ösi und ja, Bobank für seinen Gastauftritt. Hey, haut rein, lasst gerne einen Kommentar da und besucht die anderen mal. Jo, ciao, ciao. Ciao.